Willkommen bei Kummer Games. In diesem Video soll es um den Gunstock von ProTube gehen, nämlich in der PlayStation VR 2 Version. Ich habe hier für die PSVR 2 Controller diese gut durchdachten Cups, die ich euch zeigen möchte. Ich zeige euch, wie ihr das Ganze installiert, wie ihr mit dem Gunstock einstellen könnt, wie ihr im Beispiel Pavlov mit einem Gunstock umgehen müsst und ja, wie ich das Ganze finde. Ich habe schon einige Videos zum ProTube Gunstock gemacht. Schaut ihr euch auf jeden Fall gerne an. Ich werde die oben wieder mal verlinken. Und würde sagen, bleibt dran. Gunstocks haben immer Vor- und Nachteile. Eins der Vorteile ist Immersion auf jeden Fall. Also es ist einfach immer cool, mit so einem, ja, mit so einem Gewehr-Feeling zu spielen. Das andere ist aber die, ja, die komplizierte Handhabe. Ihr habt das hier mit Magneten und könnt die eben wegnehmen und da wieder dran machen. Also es funktioniert soweit ganz gut, man muss sich nur stark daran gewöhnen, also ihr schießt zum Beispiel drum rum, ladet nach und so weiter. Zeige ich euch aber gleich, ihr seht, wir sind hier schon in Pavlov. Es gibt noch nicht so viele Spiele, die einen Gunstock nutzen. Überhaupt gibt es wenig Shooter im PlayStation VR 2 Bereich. Eins wurde ja gerade angekündigt beim Showcase, beziehungsweise gibt es schon länger bekannt, das Crossfire Sierra Squad. Mal gucken, wie das funktionieren wird. Und ja, Farpoint? Ne, nicht Farpoint. Wie ist denn das? Es gab doch so ein PlayStation VR 1 Shooter-Game. Davon soll ja auch ein Firewall Ultra? Irgendwie so? Hieß es nicht? Naja. Und ja, mal gucken, was es da sonst noch so gibt. Aber Gunstocks sind definitiv dann eine Option. Ich habe ja schon ein Video gemacht zum V-Rifle, einer günstigen Alternative. Das ist natürlich jetzt das High-End-Produkt und hat nicht nur Vorteile, aber auf das Ganze werde ich hier eingehen. Bevor ich in das Game reingehe, zeige ich euch, wie ihr die Cups hier installiert an die PlayStation VR 2 Controller. So Leute, und jetzt zeige ich euch, wie ihr die Cups installiert. Die sehen nämlich so aus, das sind so, ja, nicht direkt Cups, wie sonst, dass man die reinmacht, sondern ihr habt hier so Halterungen, wo ihr den Ring dran macht. Ihr orientiert euch ganz einfach. Erstmal müsst ihr gucken, dass ihr den richtigen habt. Hier steht zum Beispiel Right, das steht für richtig. Nein, natürlich steht das für den rechten Controller. Dann habt ihr hier so eine Schraube, die müsst ihr hier komplett aufdrehen. Nicht so weit, dass sie rausfällt. Das ist quasi ein Spannmechanismus. Dann guckt ihr, dass der Ladebüchse hier dran kommt, wo dieser Schlitz ist. Da müsst ihr den mehr oder weniger einhaken. So, zeige ich das mal andersrum. Hier wird der eingehakt. Und dann müsst ihr den eigentlich nur noch runterdrücken. Wenn ihr den auf genug gemacht habt, dann sollte der so reinsnappen. Hier ist er dann drin. Dann ist er noch ein bisschen beweglich. Jetzt können wir die Schraube hier festdrehen. Nicht zu fest, weil wir wollten noch diesen Spannmechanismus drehen. Das heißt, bei mir ist er gerade zu fest. Bisschen zurück und dann könnt ihr den... Das ist noch zu fest. Noch einen zurück. So, der ist jetzt gespannt und jetzt zuckelt da nichts mehr. Und jetzt könnt ihr den hier am Gunstock befestigen. So. Ups. Ja, und beiläufig kann ich euch dann natürlich auch eine weitere, also mit dem linken Controller macht ihr es dann natürlich genauso. Ne? Sollte klar sein. Cool ist hier, dass ihr Platz habt und ihr könnt die Magnethalterungen für die Ladestation dran behalten. Ihr könnt sie natürlich nicht mit den Dingern benutzen, aber das Entfernen geht eigentlich genauso schnell. Ihr öffnet den Spannmechanismus, dreht auf, sodass es locker ist und dann guckt ihr, ja, guckt, der fällt schon von alleine raus. Ich hatte am Anfang Probleme, da war dieses Ding hier nicht locker genug bei mir. Mittlerweile ist es locker. Ich weiß nicht, ob es beim 3D-Druckprozess oder durch die Lieferung das Ding irgendwie mehr oder weniger versteift, aber hier seht ihr es, wenn ich es aufmache, kann man das schon ziemlich gut rausziehen und ja, beim Zumachen geht das dann eben wieder zusammen. Mit dem linken macht ihr das genauso und ja, genau, was ich euch zeigen wollte, ist noch dieser hier. Das ist der Starter Gunstock von ProTube, also normalerweise... Habt ihr es ja gesehen, ist es der ganze Gunstock hier in der Carbon-Edition auch noch mit Sling, wie nennt man das? Gurt.
Und das Ding kostet schon über 100 Euro, ne? Das muss euch klar sein. Deswegen habe ich CoreChip gefragt, Leute, habt ihr nicht noch irgendwie was Günstigeres? Weil ich glaube, die meisten von euch werden darauf nicht setzen. Zumindest wollt ihr es bestimmt schon mal ausprobieren erstmal. Deswegen gibt es hier den, ja, den Starter Gunstock. Das ist einfach nur ein so ein Tube und eben die Magnethalterung, beziehungsweise hier ist es keine Magnethalterung, kann optional auch magnetisch sein. Aber hier haben wir eine feste Halterung, also die ist hier einfach komplett reingeschraubt. Ist aber im Prinzip das gleiche. Also das Ding könnte man auch wegschrauben und dann kann man das Ding wieder lösen. Was wir hier machen, ist den da direkt fest montieren. Jetzt löse ich erstmal, welchen habe ich denn? Ne, der linke bleibt. Der linke kann dann hier direkt dran. So. Was wir ändern wollen, ist der rechte. Genau, den rechten hatte ich ja gerade noch hier frei. Und der wird hier genauso befestigt. So, ich gucke jetzt, dass der locker ist. So. Und dann snippe ich den hier so rein. Ganz einfach. Und befestige das. So. So, und was ihr hier jetzt habt, ist, wie gesagt, der ist fest hier unten. Ich glaube, ein bisschen locker ist er noch. So, noch einmal zudrehen. War noch zu locker. So. Wo ihr aufpassen müsst, ist bei diesem Snap-Mechanismus hier, wenn ihr den aufmacht. Ich habe mir schon einige Male die Finger eingeklemmt. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. So, jetzt ist das fest. Ihr habt hier den Gunstock, den Starter-Gunstock, komplett fest hier an dem Ding. Und wenn ihr das jetzt löst, sieht das Ganze so aus. Und das ist eigentlich ganz cool. Hier könnt ihr auch genauso rumlaufen, zielen, schießen und das Ding dann entfernen, nachladen und weiter geht's. Hier habt ihr sogar noch, wenn man es positiv sehen möchte, die Möglichkeit, wenn ihr hier mit einer Pistole dann unterwegs seid, dass ihr so ein bisschen gegen, also so ein Gewicht habt, das ja für die Immersion ganz cool, so als hättet ihr wirklich so einen schweren Lauf einer Pistole. Nachteilig ist natürlich, das Ding ist vorne dran, wenn ihr viel andere Sachen machen wollt, also gerade ein Spiel, wo ihr gar nicht so oft ein Gewehr braucht, habt ihr natürlich dann immer dieses schwere Ding hier und genau, knallt euch vielleicht das Ding ans Gesicht oder wie auch immer, ist ein bisschen, ja, ein bisschen so eine Sache. Was ihr aber natürlich machen könnt, ist, ihr könnt den hier weiter in die Mitte führen, so zum Beispiel. Ich habe das jetzt hier ein bisschen verstellt, dann ist es natürlich nicht mehr ganz so tragisch. Aber ihr habt dann die Controller sehr nah beieinander, was nicht schlimm sein muss, aber das Tracking der PSVR 2 ist nicht so zuverlässig, wie ich es gerne hätte. Dementsprechend müsste ich hier eine Warnung aussprechen. Vielleicht ist bei der Nähe das Tracking ein bisschen kacke. Naja, und wenn ihr dann doch Bock auf eine Schulterstütze habt, hat ProTube hier die Möglichkeit, dass ihr so eine Art Upgrade-Kit mit Schulterstütze euch dazu holen könnt. Das wird hier dann einfach fest gemacht hinten. So. Ist noch nicht ganz drin. So, drin. Und dann würde das noch verschraubt werden. Und dann habt ihr prinzipiell genauso einen Gunstock, ne? Also ist eigentlich genau das gleiche wie der große hier. Nur, ich glaube, hier sind noch mal drei Gelenke dran, hier wären dann nur zwei, aber so habt ihr die Möglichkeit, im Prinzip einen richtigen Gunstock euch abzugraden, wenn ihr keine Lust habt, das Ganze direkt von Anfang an zu kaufen. Dann seid ihr, ich werde das die Preise einblenden. Ich glaube, dieser Casual, nicht Casual, sondern der Starter Gunstock hier kostet, glaube ich, so um die 50, 40 Euro. Und der hier nochmal 30 Euro dazu oder so, müsste ich nochmal gucken. Ich blende es euch auf jeden Fall ein. Und auf jeden Fall eine coole Möglichkeit. Natürlich gibt es, wie oft erwähnt, den V-Rifle. Der ist für Spiele, glaube ich, auch besser. Der, wo ihr seltener ein Gewehr braucht oder sehr schnell sein müsst. Da kann das vielleicht ein bisschen unpraktisch sein. Wobei das hier schon gut funktioniert. Aber eben mit Schulterstütze. Ups. Aber eben mit Schulterstütze kann das ganz schön nervenaufreibend sein. Wenn ihr ein Spiel habt, wo ihr zu 99% mit Pistole rumlauft, dann
würde ich auf jeden Fall eher den V-Rifle Casual empfehlen, weil mit dem seid ihr einfach schneller unterwegs und die sind sehr viel leichter als mit diesem Ding hier. Das ist natürlich Metall. Diese Carbon-Dinger, die ich hier habe, in der Carbon-Edition, Carbon ist natürlich ein leichteres Material als dieses Alu hier. Und das ist natürlich viel leichter. Könnt ihr in der Carbon-Edition auch kaufen, das ist gar kein Problem, kostet aber eben mehr. Und ich wollte nach einer, hab ProTube nach einer Möglichkeit gefragt, wie sieht das Ganze denn aus, wenn die Leute nicht einen kompletten Ganzstock sich leisten können oder wollen, sondern klein anfangen wollen. Und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit hierfür. Das wollte ich noch mit mal erwähnen. Was habe ich dann? Ich habe euch erklärt, wie ihr das Ganze installiert. Habe euch das Starter-Kit hier vorgestellt. Dann können wir mal gucken, wie es gameplay-technisch aussieht mit dem ProTube Gunstock. So, wir befinden uns jetzt in Pavlov VR und fangen an im Schießstand, um einfach ein bisschen auszuprobieren, wie das Ganze hier funktioniert. Wichtig ist, dass ihr den Gunstock einmal so eingestellt habt, dass ihr ungefähr eine gerade Linie fahren könnt. Dann nehmt ihr euch hier eine Waffe und dann stellen wir die Waffen nämlich erstmal ein. Also ich packe hier alles mal dran. So würde ich jetzt schießen. Und wichtig ist, dass wir das jetzt einmal hier einstellen im Gun Offset Adjuster. Zum Beispiel, wie krass ist der Tilt? Da können wir hier, wie war das, hoch, runter. Genau, wie die Waffe hier hoch und runter geht. Zum Beispiel, ich halte das hier fest. So. Tut sich da was? Ja, hoch und runter geht es ein bisschen. Wir wollen das so haben, dass wenn wir die Waffe benutzen, sie sich kaum bewegt, damit wir ungefähr realistisch einschätzen können, wie sie hier funktioniert. Das funktioniert schon mal ganz gut. Dann gehen wir zum nächsten Punkt, Up und Down. Hier können wir die gesamte Waffe hoch und runter machen. Zum Beispiel muss das Ganze insgesamt tiefer, damit sich das hier realistisch anfühlt. Jetzt habe ich die Waffe verloren, ich habe eine neue. So, und das, ihr seht, die Waffe bewegt sich kaum. Das fühlt sich schon mal sehr gut an. Genau, das ist die Weite des Gunstocks. Ich habe jetzt hier die ganz nah bei mir dran. Ich kann die jetzt noch hier ein bisschen weiter weg machen, dass die Waffe, ja, je nachdem, wie ihr Kim und Korn ziehen wollt. Na, je näher ihr die dran macht zu euch, könnt ihr natürlich besser mit Kim und Korn zielen. Gerade bei der PlayStation VR 2 kann das ein Problem sein mit dem Tracking. Ich habe ja schon ein Video dazu gemacht. Wenn ihr das nah an euch haben wollt, um Kim und Korn zu zielen, ist natürlich die Möglichkeit, passiert es schnell, dass ihr mit den Controllern die Kameras hier verdeckt und dann gibt es Tracking-Schwierigkeiten. Deswegen könnt ihr die hier so einstellen, dass das gut mit dem Tracking funktioniert. Wenn ihr sowieso weiter weghaltet und zielt, sollte das kein Problem sein. Aber ich habe das jetzt relativ nah an mich gebracht. So, und wir machen jetzt mal hier Edit All Weapons. Apply. So, jetzt hoffen wir mal, dass es mit den anderen Waffen ähnlich gut funktioniert. Zum Beispiel bei dieser hier. Wir sehen es. Ja, ein bisschen bewegt die sich schon, aber das macht nichts. Ein bisschen darf sie sich bewegen. Was ich euch zeigen möchte, ist natürlich, wie so ein Gunstock hier funktioniert. Ich habe das jetzt hier an einer Schärpe. Ja, jedenfalls können wir hier nachladen. Und dann gehen wir wieder dran. Müssen natürlich uns daran gewöhnen, wo der Magnet ist. Der ist bei mir jetzt ein bisschen weiter weg. Ja, ne? Probieren wir es nochmal. Wir nehmen Magazin weg, holen uns ein neues, packen das hier rein und gehen wieder dran. Und dann schießen wir. Das probieren wir jetzt einmal aus. Ziel kommt ein bisschen weiter weg. Wir holen uns, glaube ich, nochmal ein anderes Visier. Das ist, glaube ich, ein bisschen cooler. So. So. Jetzt haben wir hier ein Laservisier. Und gucken mal, wie das Ganze hier funktioniert. So, ich sehe das Ziel eigentlich kaum noch da hinten, aber ein Schuss. So, Waffe raus. Neue Waffe. Nein, ich muss jetzt mal hier irgendwas ziehen. Zack. So, und weiter geht's. Jetzt ein bisschen in die Brust. So, zwei Magazine verschossen. Wir gucken uns an, wie es hier funktioniert hat. Auf 20 Meter, das doch mal eine gute Bilanz, oder? Natürlich nicht perfekt. Ich bin kein professioneller Schütze, aber
Ich bin zufrieden. Wir können den Ganzer komplett fallen lassen und dann hier eine Pistole nehmen. Vielleicht direkt aus unserem Holster. So. Wir können dann damit so schießen. Auch hier nachladen. Ich spiele eigentlich immer ganz gern Gunmaps, damit man hier direkt alle Waffen einmal ausprobieren kann. So nämlich. Die Bots sind immer so entspannt. Ich sollte auf jeden Fall mehr Kim und Korn zählen. Kommen wir zum Fazit. Ich habe jetzt hier wieder die Pico 4 Varianten dran gemacht. Das ist natürlich cool, wenn ihr mehrere Headsets habt, dann könnt ihr die auch direkt benutzen. Alles untereinander kompatibel, ihr müsst nichts kaufen. Ich habe den Gunstock jetzt seit ungefähr einem Jahr. Ich habe die mit der Quest benutzt, mit der Pico, mit der PlayStation VR 2 jetzt einmal gekauft. Habt ihr das Ding für immer. Das ist natürlich eine coole Sache, immer upgradable. Ich könnte mir auch, wenn ich das nötige Kleingeld hätte, diesen Force Tube holen. Da habt ihr hier noch so eine Haptic Feedback, also dass ihr beim Zielen wirklich die Schüsse spürt, den ganzen Impact. Das ist auf jeden Fall auch noch optional kaufbar. Auf jeden Fall, wie gesagt, eine coole Sache. Wie vorhin erwähnt, könnt ihr auch den Starter Kit euch holen. Hier habe ich noch die PSVR 2 dran. Damit könntet ihr das Ganze ja klein anfangen. Wenn ihr sagt, ich will auf jeden Fall einen Pro Tube haben, fangt damit an, kostet weniger. Und dann könnt ihr nach und nach upgraden bis am Ende zum Force Tube. Das geht auf jeden Fall alles klar. Ich hoffe, euch konnte dieses Video weiterhelfen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und Abonnement da. Würde mich freuen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ein Gunstock für euch was ist. Habt ihr schon ein Pro Tube oder ein V-Rifle Gunstock? Wie gesagt, empfehle ich da definitiv beides, je nach Szenario. Für mich, wenn es um Immersion geht, ist ein Gunstock eine große Sache. Ich hätte am liebsten noch so eine Haptic Vest, dazu ein Gunstock. Also viel mehr Immersion geht nicht. Aber ein V-Rifle ist einfach, wie der Name schon sagt, casual. Das geht schnell, das Ding ist leicht, wenn ihr kompetitiv einfach nur schnell sein wollt oder vielleicht einfach nur die Immersion ein bisschen verbessern wollt, indem ihr eben ein bisschen besser zielen könnt, dann ist der V-Rifle Casual auf jeden Fall eure Wahl. Aber wenn ihr das nötige Kleingeld habt, ist irgendwann ein ProTube Gunstock ja kein Muss. Wie gesagt, es gibt Vor- und Nachteile, aber ich bin immer noch Fan davon. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht kommt dann mal irgendwann wieder ein Headset raus. Vielleicht die Quest 3. Dann werde ich bestimmt nochmal wieder auf den ProTube zu sprechen kommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.